Moin, hier sind Nicola und Rainer von Rainis Wohnmotoren TV. Und bei uns geht's wieder los. Wir sind eingeladen von lieben Freunden nach Brühl. Und wer unsere Videos ein wenig kennt, der wird sich an Brühl sicherlich erinnern. Ja, genau, es ist Brobilus. Und da könnt ihr auch von Landvergnügen nach wie vor wunderbar diesen Hof besuchen. Und ja, wir sind eingeladen von Rita und Wilfried und werden jetzt die nächsten Tage dort auf dieser herrlichen Industriebrache verbringen. Und nun fahren wir erstmal hin und hoffen, dass wir gut durchkommen. Mit Johnny auf Tour, jederzeit. Mit Johnny auf Tour, allzeit bereit. Die Streckenführung grob geplant. Ankunftsziel, das keiner ahnt. Mit Johnny auf Tour, so soll es sein. Zeitpunkt egal, wir fahren los. Wenn es auch geht, es ist famos. Land und Leute kennenzulernen, das ist schön. In Deutschland und Europa gibt vieles zu sehen. Es gibt vieles. Wunderbar durchgekommen sind wir jetzt schon fort und suchen uns gerade ein Plätzchen aus. Wunderbar, da sind wir wieder auf unserer Platte. Wie immer haben wir unser schönes Plätzchen wieder. Wobei, hier gibt es ganz viele schöne Plätzchen. Also man kann hier genauso an anderen Ecken dieser herrlichen Industriebrache stehen und wird es garantiert genauso schön finden. Wir stehen wieder hier oben. Ja, noch blüht nicht ganz so viel, aber es geht los. Man sieht, dass die Natur bei uns hier im Norden noch ein bisschen hinten dran ist. Es ist einfach noch zu kalt. Also jetzt muss langsam mal eine zweistellige Temperatur her, dass die Natur so richtig Gas geben kann. Und ich habe mich eben schon mit unserem Gastgeber, mit dem Wilfried, unterhalten. Und er sagte auch, jetzt muss dringend was passieren, sonst verhungern ihm die Bienen. Also die brauchen jetzt Nahrung und jetzt muss unbedingt die Natur hier in die Gänge kommen. Und ja, die Blütenpracht muss her, damit die Bienen auch Nektar sammeln können. Und wir wollen mal hoffen, dass das jetzt auch wirklich mal passiert. Jetzt haben wir so die ersten Stunden bei Brogilus schon wieder erlebt, haben herrlich mit Wilfried in der Gin-Brennerei zusammengesessen und er hat uns ein paar neue Kreationen vorgestellt. Wir haben einen tollen Eierlikör erstanden, sehr lecker. Und er hat dann noch eine ganz tolle Likörvariation neu kreiert mit Schlehe, also auch ganz irre. Immer wieder neue Ideen, echt spannend. Ja, das war schon mal richtig super toll. Noch stehen wir hier allein, aber ich glaube, da kommen gleich noch Camper, sodass wir noch ein bisschen Gesellschaft bekommen. Ich habe schon ein bisschen was zum Kochen vorbereitet. Der Omnia, der brutzelt schon so vor sich hin. Und jetzt machen wir uns einen ganz gemütlichen Abend. Und morgen wird die Rita mit uns eine schöne Wanderung machen. So etwas haben wir im Herbst ja auch schon mal mit ihr zusammen gemacht. Das hat super viel Spaß gemacht. Und jetzt will sie uns noch mal eine andere schöne Ecke zeigen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Noch muss man ja ein wenig suchen, um etwas Blühendes zu finden, aber glaubt mir, in wenigen Wochen wird es hier wieder aus allen Ecken sprießen und bunt und wunderschön sein. I keep thinking about that big sky I've seen so many times before. But it's something else today. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben wieder eine herrliche Nacht verbracht. Es ist, ja, ich glaube, ihr kennt das alle. Man taucht in eine andere Welt ein, sobald man sich ins Wohnmobil setzt. Für uns ist es einfach so. Es ist, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen ein verlängertes Wochenende ist, ist es Erholung pur. Und alles, was so an kleinen oder größeren Sorgen manchmal auf den Schultern lastet, fällt ab. Und es ist totale Entspannung. Und wir genießen es gerade in höchsten Zügen. Es ist einfach schön. Ja, in der Nacht haben wir festgestellt, dass wir irgendwie unsere Duo-Kontrolle nicht richtig eingestellt haben. Denn eine Gasflasche war leer und es sprang nicht automatisch die nächste an. Da sind wir aufgewacht, weil der Kühlschrank ganz kräftig anfing zu blinken. Und da musste Reini leider einmal raus. Eigentlich das, was man gerade ja nicht will. Dafür hat man ja diese Duo-Kontrolle. Da müssen wir mal gucken, was wir da falsch eingestellt haben. Ansonsten war alles super. Und ja, der Tag sieht toll aus, fängt alles gut an und wir hoffen, dass das Wetter hält, denn Rita macht ja heute mit uns eine Wanderung. Diese Gegend, Starnberger Seenplatte oder Seenland, können wir euch nur von ganzem Herzen empfehlen. Alle, die Spaß an Natur haben, die gerne draußen sind, die mit dem Fahrrad gern fahren, die wandern möchten, die vielleicht auch ein bisschen mal auf dem Wasser unterwegs sein wollen. Entweder das mal ausprobieren, Kajak mieten oder ein Kanu mieten. Das könnt ihr hier im Nachbarort übrigens und dann an der Warnow herrlich paddeln. Oder die ihr etwas Eigenes dabei haben. Auch das haben wir selber schon gemacht, mal mit unseren Subs. Und wir werden es dieses Jahr ganz sicher auch mit unserem Kajak machen, dass wir hier mal ein wenig die Landschaft über das Wasser erkunden werden. Also das ist einfach total schön. Rundum sehr, sehr empfehlenswert. Und ein bisschen davon werden wir euch heute ja wieder vorstellen. Wir sind jetzt im Radebachtal und werden den Gerhard-Schulze-Weg laufen. Also ich bin ganz gespannt. Rita hat uns den ja begeistert vorgestellt. Leider hat sie einen kleinen Unfall gehabt und ist jetzt out of order und muss sich bisschen erstmal wieder regenerieren, hat sich ein bisschen am Fuß verletzt und jetzt gehen wir alleine los. Das Radebachtal, nördlich von Blankenberg gelegen, ist prägend für die Wariner Seenlandschaft. Auf dem 4,5 Kilometer langen Gerhard-Schulze-Weg findet ihr eine Reihe von Tafeln, auf denen Wissenswertes rund um die Natur, Landschaft und Geschichte vermittelt wird. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. In Mecklenburg-Vorpommern sind die zahlreichen Seen, Flüsse und Bäche charakteristische Elemente der Landschaft. Auf dem Weg des Lehrpfades geht ihr immer wieder am Radebach entlang oder kreuzt ihn über eine der vielen Brücken. Der Radebach entwässert ein ca. 65 Quadratkilometer großes Einzugsgebiet über den Brühlerbach in die Warnow und somit in die Ostsee. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly.
Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Leider hat es angefangen zu regnen. Wir sind jetzt auf dem Rückweg, gleich wieder an dem Parkplatz, wo Rita uns einsammeln wird, weil das Wetter ist ja nicht so schön. Und insofern werden wir dann da unsere Wanderung beenden. Für diesen Gerhard Schulze Lehrpfad kann man auf jeden Fall sagen, das lohnt sich. Und 2-3 Wochen weiter, wenn die Natur hier richtig erwacht ist, dann wird das mega schön sein. Also die Mischung zwischen Wald, ein bisschen dieser Bachlauf, Moore. Also hier gibt es so viel zu sehen. Das empfiehlt sich. Es geht bergauf, bergab. Und wir würden auf jeden Fall gutes Schuhwerk empfehlen. Ja, also wieder eine ganz tolle Ecke im Sternberger Seenland. Nach unserer schönen Wanderung sind wir so herrlich wieder eingesammelt worden. Diesmal von unserem Gastgeber, von dem Wilfried. Und dann haben wir uns gleich bei ihm erkundigt, wo man denn was zu essen bekommt. Denn wir hatten so einen Kohldampf. Und dann sagte er, Mecklenburger Hof. Da kriegt man was Feines. Und da waren wir vorhin. Reini sitzt ja auch total satt. Wir haben da super gegessen und zum Nachtisch noch ein leckeres Eis verspeist. Also total klasse, wenn ihr mal in Brühl seid. Mecklenburger Hof, das ist eine Empfehlung. Preis-Leistung, super. Das war richtig klasse. Jetzt ist das Wetter leider nicht mehr so schön. Es ist so richtig grau und es ist auch echt kalt. Jetzt haben wir uns schön zurückgezogen, uns bei Jolie das schön gemütlich gemacht. Die Truma-Heizung läuft. Ist schön warm und muckelig hier, ne? Kann man nicht aushalten. Muss auch so sein. Ja, genau. Ein schönes Käffchen gab es natürlich noch. Ein bisschen gelesen und entspannt erstmal. Und ja, nun werde ich erstmal so die ganzen Filmchen und Fotos zusammenfügen, die wir heute so gesammelt haben und gemacht haben. Und dann hoffen wir, dass das Wetter wieder ein bisschen besser wird. Morgen soll es auf jeden Fall schon trocken sein. Wohl auch noch bedeckt. Vielleicht zieht es uns dann weiter, dass wir nochmal einen anderen Landvergnügenhof anfahren. Wir lassen das mal ein bisschen auf uns zukommen. Jetzt machen wir nur noch den mega entspannten hier. In diesem Sinne. Genau so. Moin, ihr Lieben. Moin. Jo, das ist jetzt so unser Abreisetag. Wir verlassen heute unsere lieben Freunde hier in Brühl. Haben nochmal eine sehr, sehr schöne, ruhige Nacht gehabt, außer dass das zum Teil ganz schön geprasselt hat auf dem Dach. Es hat ordentlich geschüttet. Ja. Aber war ja auch angesagt. Jetzt genau. Ist es zum Glück durch. Es ist zwar grau, soll auch den Tag recht grau bleiben, aber trocken und es wird auch ein bisschen milder. Zweistellige Temperaturen, das ist ja schon mega. Ja, insofern geht es für uns heute weiter. Wir wollen heute nochmal einen neuen Hof anfahren von Landvergnügen und mal schauen, wie es da so aussieht. Ja. Da werden wir euch aber noch berichten. Vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema Kaffee. Das interessiert vielleicht den einen oder anderen auch. Wir haben ja im Moment einen Kaffee-Vollautomaten bei uns mit dabei und stehen hier ja ohne Landstrom. Und haben festgestellt, dass unser Wechselrichter da doch etwas in die Gritsche geht, wenn wir den Kaffee-Vollautomaten anschmeißen. Da ist uns dann die Sicherung rausgeflogen. Dann haben wir das Ganze umgeleitet. Wir haben ja unseren EcoFlow Delta Max dabei. Und der macht das ganz easy und verliert dann 1 Prozentpunkt an Ladung. Also das funktioniert super. Ne? Langt für eine Menge Kaffee. Langt für sehr, sehr viel Kaffee. Überhaupt kein Problem. Aber wir mussten feststellen, dass unser Wechselrichter da dann doch ein bisschen überfordert war. Da blinkte dann die rote Lampe. Ja, warum
wissen wir noch nicht ganz, dann theoretisch müsste das auch schaffen. Ja. Spannungsspitze, also 3600 Watt müsste er hinkriegen, aber mal gucken. Ja, es ist vielleicht doch ganz schön, was an Spitze abverlangt wird, wenn dieser Kaffeevollautomat läuft. Aber es funktioniert. Es ist eigentlich mehr, dass wir so sagen, für die längeren Reisen wirklich so ein Riesending mitschleppen. Da sind wir noch ein bisschen hin und her gerissen. Der Kaffee schmeckt natürlich genial, muss man einfach sagen. Mal sehen, wie wir das so handhaben werden. Aber es funktioniert, also stromtechnisch ist alles machbar, beziehungsweise von der Wattzahl kriegen wir das alles hin. Ja, schauen wir mal. Ja. Guten Morgen nochmal, liebe Leute. Hier sind wieder Rainer und Nicola. Ja, wir sind jetzt bei Brogilus gestartet. Und es geht weiter zur Vielanker Brauerei. Nach Vielank. Mal schauen, Fahrzeit 1 Stunde 20, knapp 90 Kilometer. Da braucht man sich nicht anmelden, ist von Landvergnügen. Und da ist aber auch eine Gaststätte mit Restaurant mit angeschlossen. Schauen wir mal. Wir lassen uns überraschen. Vor allen Dingen, das Wetter soll da besser werden. Weil hier ist es grau, feucht, kalt, grauselig. Man könnte sagen, Winterwetter fast. Ja, ist noch ein bisschen gemein, das stimmt. Tja, aber mal sehen. Ich zeige euch kurz das Wetter hier. Kein Schneckregen. Angekommen im Örtchen Vielock, nicht weit von Lulu, von Ludwigslust entfernt, und stehen hier jetzt bei der Vielocker Brauerei und bei dem Brauhotel. Heute Abend gehen wir hier auch schön essen und jetzt wollen wir mal gucken, was dieser Landvergnügen-Gastgeber so zu bieten hat. Ja, da werden wir sicherlich auch das ein oder andere Bierchen erstehen. Noch stehen wir hier allein, aber im Laufe des Nachmittags und frühen Abends kamen immer mehr Camper hinzu. Am Ende haben wir hier mit 10 Wagen wunderbar gestanden und alle strebten natürlich zum Brauhaus, um ein leckeres Bierchen zu erstehen und natürlich was Feines zu essen. Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, wie dieser Ort jetzt wirklich heißt. Er heißt Vielank, nicht Vielock, also Vielank. Und das ist das Vielanker Brauhaus, wo wir jetzt sind. So. Jetzt habe ich es endlich hingekriegt. So. Hier sind die Wohnmobilparkplätze für unsere Gäste. Und hier stehen wir. Und da geht's zum Brauhaus. Reini jippert schon. Es gibt übrigens noch was Wichtiges hier in Vielank. Die drei Vs. Vielank, viel Bier, viel Essen. Reini macht schon die Kisten fertig. Apfelsine. Super. I know you're just a gun away. I keep thinking about that. Jetzt hatten wir einen richtig schönen, entspannten Nachmittag und nun geht's zum Essen.
Jo, da freue ich mich schon. Ah, Schafschwert, wissen Sie denn schon, was Sie essen wollen? Noch nicht. Burger, Schnitzel. Oh, die haben auch Fischteller. Auch was Gesundes. Mm. Sag ich ja, Burger. So, jetzt gibt's hier ein Vielankerbraubier. Wir starten mit einem Dunkel. Jo, Prösterchen. Prost. Lecker. Sehr lecker. Ja, sehr lecker. Den Doppelburger. Super. Ja. Je größer, desto doppelt. Guten Appetit. Moin, Levelüt. Hier sind nochmal Nicola und Rainer. Guten Morgen. Genau, frisch. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Ja. Wir haben super gepennt hier. War erst noch ein bisschen Party, Osterparty, aber dann war es ruhig. Und genau. Ich glaube, das war 9 Uhr. Ne? Also es war schon echt heftig. Wir haben hier richtig lange gepufft. Ja. Also schlafen kann man gut hier. Und jetzt war ich eben nochmal bei den Auerochsen, weil ich gehofft hatte, ich kann ein paar gute Bilder machen. Habe auch ein paar Fotos gemacht, aber die hatten irgendwie keinen Bock auf Fotoshooting. Also die waren so weit weg und ich kam da auch von keiner Seite an der Weide da an die Herde ran. Naja, nun habe ich mich mit ein paar Bildern zufrieden gegeben. Immerhin ein paar Spots habe ich dann doch mitgenommen. Der Auerochse mit der roten Zunge ist nicht nur das Wappentier des Vielanker Brauhauses, sondern steht auch auf der hauseigenen Weide. Und jetzt wollen wir gen Heimat fahren. So genau. Ist das. Ja, sind die paar Tage leider schon wieder um. Jetzt geht's also wieder nach Hause. Ach, so ist es ja. Mit Jolly auf Tour, jederzeit. Mit Jolly auf Tour, allzeit.